Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu Minecraft Server Folge 27. Ja, und zwar, wir gehen jetzt wieder auf den Minecraft Server drauf und mal gucken, was sich so alles getan hat. Und ich habe ein nettes Mädel kennengelernt, die heißt Laura. Hallo. Hallo. Wie geht's dir denn so? Erzähl mal was ja, von dir. Mir geht's ganz gut. Ja, ich bin auch auf dem Server hier. Ja. Der ist richtig schön. Mhm. Ich bin schon etwas länger. Ich habe auch eine Full Eyes und Rossi und so. Gestern oh, ja. Alles gefarmt. Das ist ja das Willkommensgeschenk vom Server. Ja, ich habe sie verloren das letzte Mal, die Rossi. Oh, als ich gestorben bin. Das ist nicht gut. Ja, Essen habe ich noch genug und so. Und wie läuft's bei dir? Ach, sehr gut. Ich baue noch mein Haus ein bisschen weiter, ne? Okay. Und ja, sonst eigentlich. Ist nicht mehr so viel am Plan hier. Okay. Mal schauen. Darf ich mal zu dir kommen? Ja, klar. Hier, ich hab's ja nicht geschrieben. Ich heiße auf YouTube übrigens genauso wie hier, aber ich habe noch keine Videos, deshalb findet ihr mich wahrscheinlich nicht. Oh, ich bin abgeschmiert. Ups. Ups. Ich bin auf dem Server geflogen. Ah, ich bin aber da. Hey, ich flieg ganze Zeit, vom Server. Das finde ich nicht so sozial. Das ist asozial, ja, vom Server. Das LOL. Ja, ich fliege ganz schnell runter. Das ist ganz schlimm. Ja, ich glaube, ich habe Minecraft neu. Aber so, dann können wir was erzählen. Mhm. Wir haben uns übrigens kennengelernt. Das könnten wir auch mal so ein bisschen erzählen. Das ist eine lustige Geschichte. Geschichte darf ich dir erzählen. Okay, erzähl du die. Also, Patrick hier, der wollte, der ist letztens auf diesen Dein Server TS gekommen. Mhm. Und da war ich auch drauf und ich bin halt etwas schüchtern Leuten gegenüber und ja, ich war dann einfach ganz allein in so einem Gaming-Channel und ja, dann auf einmal kam Patrick zu mir und hat mich gefragt, ob wir was zusammen machen sollen, weil ich die ganze Zeit allein im TS war. Ja, und genau. So kam alles. Und ich muss ja auch dazu sagen, ich bin ja eigentlich nicht so gemein. Also wenn mich jemand fragt, dann natürlich kann ich es eigentlich nicht so nein sagen. Und das ist eigentlich selbstverständlich, ne? Mhm. Ich bin ja so ein Gentleman, ne? Mhm. Ja. Erzähl mal was ein bisschen von dir. Wo kommst du her und was machst du so? Okay, ich probiere jetzt mal auf den Zucker zu kommen. Oh, falsche Version. Ich bin so doof. Naja, typisch. Typisch, ja. Oh, also, ja, ich heiße Laura. Mann, ich bin immer so lustig in Aufnahme. Du bist ein bisschen lustig, ne? Ja, ich bin etwas komisch drauf, sagen wir so. Ja, das liegt vielleicht wegen der Aufnahme, ne? Ja, das macht mich etwas nervös. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, das ist auch die erste Aufnahme nach meinem Urlaub. Da muss ich jetzt auch wieder ein bisschen gewöhnt werden, dass ich mehr aufnehmen muss und nicht mehr an Urlaub denken muss und so. Hm. Ja, ich weiß, das kenne ich, das ist ganz böse. Ja, kommst du nach Hause und dann hast du Arbeit und Stress und musst dort und das was machen. Ne? Ja. Und am liebsten willst du aber noch wohin legen und ausruhen. Ja. Ja, das kenne ich. Ja, das ist toll, ich weiß. Oh, ich bin leider noch nicht so alt, ich bin gerade erst mal 11. Oh, du bist 11? Oh, okay. Du willst gar nicht wissen, wie alt ich bin. Nee, ich glaube, ich kann es mir schon vorstellen. Okay. Was schätzt du? Es ist schwierig. Ja, es ist schwierig. Auf 17? Ja, ganz genau sogar. Witzig. Ja, du kannst anscheinend gut raten, ne? Das haben wir jetzt herausgefunden. Okay, cool. Ich glaube, ich habe es dir, glaube ich, schon mal erzählt vor der Aufnahme oder so. Ich glaube schon. Ja, stimmt. Hast du schon erzählt. Ich muss trotzdem nochmal nachdenken. Mhm, genau. Ist wieder ein bisschen her, ein paar Sekunden, ne? Ja, ich bin halt wirklich ins. Naja, kann schon mal so passieren, ne? Ja, ich probiere endlich mal auf den Server drauf zu kommen. Jetzt muss doch irgendwie gehen, komm. Oh ja, es muss irgendwie gehen. Es muss. Jo. D2. So, save und play.
Ja, ich bin nämlich, ja, bin nicht so der Technik-Freak, was das hier angeht. Oh, okay. Ja, ist aber von mir auch nicht zu erwarten, ne? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht so nee. Ganz. Nee. Nee, glaube ich auch nicht. Richtig lustig. Was spielst du überhaupt so für Spiele außer Minecraft? Was spielst du noch so gerne? Ich sehe dich. Hi. Oh, ich überlege es denn jetzt. Achso. Hi. Hi. Da. Ja, hi. Spielst du auch Shooter-Spiele oder Strategiespiele oder so irgendetwas? Ich spiele manchmal, manchmal spiele ich sowas wie, also ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist sowas ganz Altes, das heißt Uno. Ja. Und das gibt's auch für den Computer. Oh, okay. Ja, das ist halt. Oh, die Welt flackert bei mir gerade so komisch. Das ist richtig seltsam. Okay. Naja. Ist richtig super. Ja, das ist. Ja, das kennen die. User joined your channel. Hey, wake up. Sound muted. Microphone muted. So Leute, ich mache jetzt erstmal einen Cut. Bis gleich! So, willkommen wieder zurück nach diesem kurzen Cut. Dieser unfreundliche Mensch hat richtig stumme Sachen gefragt und auf die will ich jetzt nicht weiter eingehen, weil das schon etwas seltsam war, wenn du es im Chat gelesen hast. Ja, das ist. Also ich verstehe nicht, was für einen kranken Humor das die Leute haben, ne? Alter, ja. Sollen wir das den Leuten erzählen? Ja, okay. Okay, ich erzähle es einfach mal. Und zwar hat derjenige gefragt, wie groß das deine Muschi ist. Das geht nicht, Leute. Das geht echt nicht, das Leute. Das sind einfach die perversen Schweine. Ja, ganz ehrlich. Man fragt eine Frau niemals, wie groß das die Muschi bei der ist. Da landet man nicht. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Nee, das geht einfach gar nicht. Nee, Leute, nee. Ja, kommt gar nicht so. Mit solchen perversen Sachen hier. Ey, meine Welt flackert, ich starte nachher mit meinem Laptop neu, weil ich habe ja nicht so mit Gaming was am Hut, deshalb habe ich auch nur einen Laptop. Ach so, und ich habe ja. Auch ein bisschen. Das kenne ich noch. Ja, ja, ja. Da hatte ich mal einen schlechten PC, der ist dauernd immer abgeschmiert, der wurde, glaube ich, über 100 Grad heiß. Den konntest du nicht angreifen. Ja, ich hatte dort auch bestimmt kein Schwert in der Wohnung, um ihn anzugreifen. Naja. Für sein Haus ziemlich schön, muss ich ehrlich sagen. Ja, es ist zwar noch nicht fertig, aber es sieht jetzt schon zum Einziehen aus, ne? Also, ja. Oh, der Server hat ein Teamspeak, das wusste ich nicht. Nicht wahr, Leute, ich habe ihn ja dadurch kennengelernt. So. Das haben wir so bemerkt, dass es Ironie war. Ja. Wenn ihr. Also ihr habt jetzt vorgespult und irgendwie seid bei diesem Moment. Naja. Der heilige Moment. Ja. Du siehst ja nicht, wie es bei mir gerade flackert. Ich bin gerade nur mit Default. Weil okay. Ja, ich spiele auch mit Standardtexturen. Und laggt bei dir? Nee, also ich habe ja einen Gaming-PC und das geht ziemlich gut. Ohne Aufnahme habe ich über 100 FPS, wenn es gut geht. Cool. 120 auch schon mal. Es kommt auch drauf an, ob ich mit oder ohne Mods spiele. Aber oder mit, du. Ja, okay. Also mit Mods schaffe ich auch noch sehr flüssig mit Shader und alles Mögliche. Das macht überhaupt nichts. Also es läuft alles super flüssig hier. Ja, das glaube ich dir. Mann, es ist immer noch unnötig, das Flackern. Oh, du hast die Tür offen gelassen. Ja, das passiert öfters hier auf dem Server. Weil die Druckplatten, okay. die spinnen so. Manchmal, wenn du drüber gehst, die gehen erst gar nicht auf oder gehen erst dann nicht mehr zu. Das ist ein bisschen. Und es hat mal eine Zeit gegeben, da ist der Server dauernd immer abgeschmiert wegen die Druckplatten. Sobald du drüber gegangen bist, ist schon wieder down gewesen. Also ich weiß nicht, was der Server. Ja. Ich glaube, der hat nicht so eine Nitrado-Leistung, weißt du?
Der hat nicht so wirklich so eine Leistung. So, ja. Jetzt habe ich ein Problem. Mein Eichenholz ist ausgegangen. Oder habe ich unten noch was? Ich muss mal gucken. Ich schätze, so 3 Minuten mache ich die Folge noch. Dann habe ich es erstmal. Oder willst du noch länger in der Aufnahme sein? Wir können ja 2 Parts machen. Ja, okay. Können wir auch machen. Moment mal, ich brauche mal Eichensätze, ne? Das blockert alles wieder. Also das regt auf. Ich hoffe, das ist in der nächsten Folge nicht mehr so flacker. Nimmst du auch auf? Nee. Okay. Ich habe mich da noch versprochen. Jetzt würde ich das aufnehmen. Ja, das wird mein PC nicht packen. Ich finde so geil über die Türen. Machst du eine auf, geht die andere zu. Ja, das stimmt auch wieder. So. Jetzt muss ich hier mal Eichensitzlinge hinmachen. Okay. Bist du auch in die Farmwelt? Geh in die Farmwelt, geh auf die Farmwelt. Ich habe ja Sitzlinge hier. Das kannst du auch so gut. Du brauchst auch noch Knochenmehl und so. Nee, brauche ich eigentlich gar nicht. Ich warte einfach, bis sie fertig gewachsen sind. Geht eigentlich ziemlich rasch. Okay. Du spielst auch rasch? das flackert einfach. Das ist einfach richtig. Ich habe Sitzling von dir aufgesackt hier. Man kann es behalten. Ja, danke. Meins. Dieses Holz übrigens noch. Da. Da. So. Oh Mann. Der geht wieder nicht ganz weg. Ja, das ist ärgerlich. Das hasse ich. Es ist so ein Plugin drauf, damit alles weggeht, aber bei manchen Bäumen geht's einfach nicht. Doch, hat er eine Spinne. Wenn er einen Sitzling. Naja. So. Meine Küche habe ich ein bisschen selber, aber ich sollte jetzt nicht stören, hoffentlich. Ja. Und es ist auf jeden Fall auch doof, wegen diesem Plugin, dass man, wenn man zum Beispiel auf das Grund irgendwas zum Beispiel auf den Baum guckt oder auf ein Haus von jemandem, dass man nichts essen kann. Echt? Das ist irgendwie wegen, du darfst hier nicht bauen, Rechte. Ach so, ja, stimmt. Das ist auch ein bisschen blöd. Aus seinem Grundstück nichts essen darf, wenn man das irgendwo dann guckt. Das ist ein bisschen behindert, ja. Das ist leider so. So, jetzt muss ich mal was nachgucken. Habe ich irgendwo Blumen? Blumen. Warum hast du eigentlich keine Rüstung? Außer ein bisschen. Ein bisschen habe ich was. Die andere habe ich, glaube ich, verloren, beziehungsweise ist schon kaputt gegangen. So, ich brauche Blumen. Die müssten hier drin sein, aber da ist nichts. Ich habe anscheinend keine Blumen. Schön. Das passt ja ganz gut. Du hast wunderschöne grüne Augen. Danke. Hui. Also wenn du sehen könntest, wie das hier bei mir flackert, das ist richtig doof. Ja. Gut, ich würde sagen, das war's erstmal für die erste Folge. Wenn es euch gefallen hat mit Laura, dann gebt einfach einen Daumen nach oben, abonnieren natürlich nicht vergessen und einen Kommentar schreiben. Oder ihr könnt jetzt auch eine E-Mail oder Facebook oder Twitter mit mir. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.